Leute, die gucken mich hier alle behindert an. Ja, ich bin nackt übrigens. Ja, ja, ich habe kein T-Shirt an. Was geht? Neuer McDonald's-Prank hier für euch am Start. Und ich werde heute gemeinsam mit euch in Drive reinfahren und einfach immer einen Hamburger bestellen. Ja, das kennt ihr ja auch. Aber diesmal werde ich mich nach jeder Bestellung umziehen und so tun, als ob ich ein neuer Kunde bin, als ob ich noch nie da gewesen bin. Mal gucken, ob der Mitarbeiter irgendwas rafft. Ich bin mal gespannt, wie viele Runden ich schaffe, beziehungsweise wie viele Burger ich am Ende habe, weil ich werde jede Runde einen Hamburger bestellen. Was schätzt ihr? Ich denke mal, so locker so 10 Runden sollte ich schon packen. Wäre auf jeden Fall heftig, Freunde. Lasst mal bitte einen dicken Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein kostenloses Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und halt ganz gerne mal das Video mit euren Freunden. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil das Video, das wird, glaube ich, gut euch ankommen, Freunde. Ich bin gespannt. Let's go. Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie oft ich es schaffe. Ich bin mal wirklich jetzt gespannt, ey. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Hi, eine Sekunde, ich muss noch kurz überlegen, was ich nehme. Ich gebe mir noch 2 Sekunden, wenn Sie möchten. 2 Sekunden geben Sie mir auch? Oh ja. Ich nehme einfach einen Hamburger, ganz normalen. So ein Hamburger? Ist das zu wenig? Ja. Warum? Was soll ich denn noch essen? McChicken Classic 1,99. Nee, ist mir zu teuer. Ich nehme nur einen Hamburger, bitte. Okay, aber der McChicken Classic wäre größer und wäre nur 99 Cent wert. Sie sind schon ein guter Verkäufer, ich merke das schon direkt. Aber nee, ich nehme einen Hamburger. Danke. Okay, Getränk dazu. Was wollen Sie von mir? Hi, Sie wollen mir auch alles verkaufen, ne? Eine Sekunde gebraucht für einen Hamburger. Ja, ich wusste nicht, was ich alles nehmen soll, deswegen dachte ich, komm. Ich wusste nicht, was ich nehmen sollte, deswegen hier. Ja, okay, danke für den Hamburger, ne? Schönes Wochenende, mach's gut, ne? Ciao. Jo, Freunde, ich bin's, Tim. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung, bitte. Ja, eine Sekunde, bitte. Ich nehme Hamburger, bitte. Ein Hamburger oder zwei? Nee, ich nehme einer reicht. Oder wollen Sie mir mehr verkaufen? Waren Sie gerade schon da? Bitte? Waren Sie vorhin da? Nee. Ach so, okay, hätte gesagt, ja, sein können. Ich gebe mir noch 2 Hamburger, wenn Sie möchten. Was würden die dann kosten? 2 Euro, ne? Genau. Nee, oder nee. Sie nehmen McChicken Classic für 1,99. Was ist dieser McChicken Classic? Das ist ein länglicher Burger mit Sandwichsoße, also... Nee. Ein Hamburger bitte nur. Okay, ein Hamburger, alles klar. Hallo. Ja. Ein Hamburger war das, ne? Ja. Okay. Ist irgendwas? Nee, alles gut. Okay. Alles gut. Perfekt. Keine Nee, ich komme gerade vom Training. Am Muckis habe ich ein bisschen. Vom Training und ja. Dann noch ein Hamburger? Ja, ein bisschen. Muss Massephase, weißt du? Okay. Egal. Schönes Wochenende. Ne? Ciao, ciao. Hallo. Dritter Anlauf. Ich habe mich wieder umgezogen. Das Hemd, das hat auch schon mal besser gepasst. Ich würde mal sagen, Fitness läuft bei mir aktuell. Checkt unbedingt auch mal meinen Instagram-Account aus. Zeige ich euch ein bisschen Fitness aktuell und so, wie ihr aufbauen könnt, was ihr essen müsst. So, checkt es ganz gerne mal aus. Ist jetzt hier unten eingeblendet. Willkommen bei McDonald's. Eine Sekunde bitte. Ich gebe noch 10 diesmal. Wie diesmal? Nur diesmal. Netter Mensch. Ah, okay, super, perfekt. Na, das nehme ich dann. Können Sie mir irgendwas empfehlen? Ah, klar, doch, so ein Big Mac-Menü. Dann Hamburger. Haben Sie irgendwas für 1,99 irgendwie da? Ja, der doch Honig-Senf-Wrap. Nee, wissen Sie was? Hamburger? Ja, wissen Sie was? Ein Hamburger ist gar nicht so schlecht jetzt nachher. Arbeiten, Hamburger, das geht, ja. Es gibt nichts Besseres als einen saftigen Hamburger. Genau. Ein Hamburger bitte. Okay, dann einmal zum letzten Schalter. Das macht dann 1 Euro, glaube ich. 1 Euro, ja? Doch schon. Aber Sie können auch mehr geben, so trinkgeldmäßig. Nö. Ich komme gerade zwar von Arbeit, aber ich habe jetzt gerade gearbeitet, das kann ich nicht machen. Ja, da du hast gearbeitet hast, hast du bestimmt genug Geld verdient. Das stimmt, aber ich bin geizig. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Hallo. Hi. Alles gut bei Ihnen? Ja, bei dir auch. Ja, ja. Schön, Sie zu sehen. Freut mich auch, Sie zu sehen. Was habe ich mal bestellt? Ein Hamburger, ne? Das war ein Hamburger. Eigentlich wollten Sie mir Gin Classic haben, aber da dachten Sie, nee, der ist zu lecker und zu gut, lieber ein Hamburger. Okay, nee, ich wollte einen Hamburger, richtig, genau. Dankeschön. Wie war die Arbeit? War heute richtig hart. Ja? Wurde richtig geknechtet, ja. Nice. Wo arbeitest du denn? Ich? Bei Burger King. Aber nicht bei dem. Nee, nicht bei dem, sondern beim anderen Burger King. Das Essen hat mich besser als hier. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Wenn ich ehrlich bin, ja schon. Ja, ja. Das ist, wenn du kommst, kannst du mir was mitbringen aus Burger King. Ja? Was essen Sie denn so gerne? So ein Long Chili Cheese heißt der, glaube ich. Okay. Ja, guck ich mal. Alles klar. Lass dich schmecken. Schönes Wochenende mit Schien, ne? Dankeschön. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Jetzt hat er es aber, glaube ich, gerafft. Wir sind in der dritten Runde. Aber selbst wenn er es gerafft hat, Freunde, ich fahre hier nochmal rein. Ich fahre so oft rein, bis er sagt, Digga, jetzt reicht's mal langsam, hau ab. Einfach geil! Aber ich glaube, der will mich richtig auseinandernehmen, Leute. Ich habe locker 15, 20 Outfits dabei. Aber ich kann doch jetzt hier nicht 20 Mal reinfahren. Alle hier auf dem Parkplatz gucken mich an. Vor allem ist da einer im Auto. Der guckt mich sowas von behindert an. Er denkt, dass ich komplett bescheuert bin. Naja, ist mir egal. Soll er halt denken, was er will. Genau. Nächste Runde, neues Outfit. Ich mal sagen, Style ist on fleek. Blauer Pullover, schwarze Cap. Läuft bei mir. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Hi, geben Sie mir eine Sekunde bitte. Gerne du. Dankeschön. Bei so einer netten Stimme. Habe ich eine nette Stimme? Ja, ja. Freut mich, kann ich nur zurückgeben. Sie haben auch eine sehr, sehr schöne Stimme. Geil!
Och, danke, ich bin gleich rot. Sie werden rot? Okay, ich bin auch schon rot. Okay. Spüren Sie diese Sympathie zwischen uns beiden? Die Chemie stimmt einfach nur. Boah, das erste Aufeinandertreffen und direkt verliebt. Ja, das war Liebe auf den ersten Blick, glaube ich. Oder auf den ersten. Hey, bis jetzt habe ich sie ja noch nicht gesehen. Auf die erste Stimme, meine ich. Ich wollte schon sagen, weil ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Dann ist ja gut. Aber ich kann mir vorstellen, wie sie aussehen können anhand ihrer Stimme. Hä? Okay, beschreiben Sie einmal. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass sie sehr hellhäutig sind. Ja, sie nicht? Und ich? Ja. Ich bin so eine Mischung. Okay, mag ich auch. So Vollmilch bis Nougat, Zartbitter, alles dabei. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Nicht schlecht, das mag ich. Ja, weiter geht's. Wie sehe ich noch aus? Ich glaube, männlich, braune Augen. Gehe ich mal von aus? Sind schon gut. Ich glaube, grün-braun sind die so. Die Haare oder die Augen jetzt? Meine Augen. Achso, okay. Ja, dachte ich mir schon. Okay, aber ich sehe gerade schon ein paar Autos hinter mir. Ich glaube, ich muss mal bestellen. Wir kommen. Ah, ja, stimmt. So ein Hamburger wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wissen Sie was? Ich nehme einen Hamburger, ja. Boah, ich kann hell sehen. Ja, Sie haben ja erst diesen McChicken da, oder was ich nicht gesagt. Das war schon verkehrt. Aber ich dachte, McChicken Classic. Manchmal muss man einfach nicht denken, denn denken. Das wird man anderen überlassen, ne? Richtig, genau. Die das können, ne? Richtig, genau. Also nicht ihn. Nicht was? Also nicht Ihnen. Ach, das war jetzt ein indirekter Diss, oder was? Nein, ich fühl's so nicht dissen. Ich komm mal vor, wir gucken mal. Ja, ob sie mich da noch weiter dissen. Bis gleich. Also am letzten Schalter. Ja. Der Hamburger, oder? Ja, aber sie wollten halt Stress mit mir irgendwie, ne, anfangen. Warten Sie. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Ein paar Sekunden später. Ich komme noch nicht gegen Sie an. Bei den Armen. Ja, man muss wissen, wann ich wusste. In der Tat. Super, danke schön. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Falls wir uns mal sehen sollten, ne? Schönes Wochenende. Also Freunde, ich glaube, er hat es mittlerweile gerafft und er versucht jetzt mich zu verarschen. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Eigentlich kurbel ich ja, glaube ich, nur den Umsatz bei McDonald's an, aber ich bestelle jedes Mal nur einen Hamburger. Es hält sich noch in Grenzen jetzt hier mit den Kosten. Aber ich habe da Bock drauf und ich ziehe jetzt hier weiter durch. Ich habe locker noch 10, 15 verschiedene Outfits. Die kann ich noch alle untereinander mischen und wir fahren jetzt hier noch ein paar Mal rein und gucken, was der noch so macht. Willkommen bei McDonald's. Hallo, eine Sekunde bitte. Jupp, soll ich einen Hamburger anbieten? Ich muss aber gucken, geben Sie noch eine Sekunde. Ja, jetzt okay, nicht so unter Druck setzen. Tut mir leid, ich bin so übereifrig. Kennen Sie Mitarbeiter, die übereifrig sind und unbedingt gelobt werden wollen? Voll scheiße, Mann. Ja, so einer will ich. Ja, ich bin Pizzataxifahrer und ich will eigentlich auch immer gelobt werden, aber mein Chef lobt mich halt nicht. Jetzt schon. Meinen Sie? Ja. Ich glaube, ich kann schon schätzen, wie sie aussehen. Darf ich mal raten? Wunderhübsch wahrscheinlich. Das wäre jetzt gelogen, aber ich glaube, sie sind so Schoki-Nougat so? Nee, ich bin ein rheinischer Deutscher. Ja, aber ich meine von der Hautfarbe. Ich meine von der Hautfarbe. Ja, meine ich ja. Arisch-Deutsch. Okay, da bin ich mal gespannt. Ich nehme einen Hamburger bitte. Ein Hamburger. Dann einmal zum letzten Schalter, das macht 1 Euro bitte. Ich suche einen gut aussehenden Typen. Wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Er beschwert sich gerade, dass ich immer wieder komme. Jetzt hat er sich ja wirklich beschwert, Leute. Was haben Sie denn für eine schöne Jacke? Sexy, ne? Ja. Nur das Beste für die besten Mitarbeiter. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Die meinen nur, dass sie gut aussehen. Ja, die Jacke macht alles kaputt, oder? Ich glaube schon, ja. Nein, ich finde die Jacke gut, aber der Rest, naja, so, Gute Menschen steht einfach alle. Gebe ich Ihnen auch recht. Meine Sache war jetzt noch, was wollte ich noch sagen? Genau, ich komme hier gerade von der Arbeit, von der Pizzeria. Ich bin Pizzataxifahrer. Mein Chef hat mich nicht gelobt. Können Sie mir vielleicht mal ein schönes Lob heute am Abend nochmal jetzt hier raushauen, was Sie jetzt spontan einfallen würde, wenn Sie mich sehen? Spontaner Einfall. Sie haben eine Ausdauer. Eine gute Ausdauer. Nein. 1 Euro bitte. Was soll ich jetzt einfach fahren und abbauen? Ich hab nicht gesagt, dafür bist du zu ehrlich und nett. Nö. Doch. Schönen Tag noch. Wie viel kriegen Sie jetzt? 1 Euro. Mein ganzes Trinkgeld, was ich heute bekommen habe, hier muss ich wieder ausgeben hier. Schlimm, ne? Ja, richtig schlimm. Hau rein, ne? Mach's gut, schönes Wochenende wünsche ich dir. Falls wir uns nicht mal sehen, schönes Wochenende, ne? Dankeschön. Ciao. Ich zieh weiter durch, mir scheißegal. Mein Kleingeld geht langsam hier zu Ende, aber ist mir egal. Ich habe so viele Burger, ich kann die alle gar nicht essen, weil ich im Moment ja Fitness komplett durchziehe. Deswegen solltet ihr mir auch auf Instagram folgen, weil ich da guten Content mache im Moment. Ich zeige euch, was ihr essen müsst, wie ihr trainieren müsst. Aber das habe ich alles vorhin schon gesagt. In der Tat. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade mache, aber ich habe mich jetzt mal spontan dazu entschieden, mich einfach mal oben rum auszuziehen. Einfach geil! Ist relativ warm gerade. Wir haben gerade -1 Grad, aber Felix fährt einfach ohne T-Shirt hier rein. Let's go! Willkommen bei McDonald's, die Bestellung bitte. Boah, mir ist so kalt, ey, das ist so eklig gerade hier. Boah. Eine Sekunde, ja? Jo. Ich muss schnell machen. Ich will einfach einen Hamburger bitte. Einfach einen Hamburger, ja? Dann einmal zum letzten Schalter. Boah. Alles klar, bis gleich. Boah. Bis gleich. Hi. Ich hatte gerade einen Typen, oder? Bitte? Ich hatte gerade beim Mann bestellt, oder? Ja, der hat aber jetzt Pause. Ja, kein Problem. Fahren Sie nach drum? Ist das nicht kalt? Ja, mir ist voll kalt, deswegen muss ich auch mich beeilen jetzt hier, okay.
Einmal 1 Euro, ne? Okay, super, danke schön. Kann ich einfach fahren jetzt, ne? Ja, natürlich. Okay. Okay, super, danke schön, ciao. Leute, die gucken mich hier alle behindert an. Ja, ich bin nackt übrigens. Ja, ich habe kein T-Shirt an. Ey, warum macht der Pause, der Dude? Ey, Leute, der kann mich nicht pranken. Der macht keine Pause. Da ist er. Ich habe ihn gesehen, Leute. Ne, nicht mit mir. Ich fahre jetzt nochmal rein. Guck mal. Die Leute, die gucken mich alle so komisch an. Leute, ohne Scheiß, es macht so viel Spaß. Bitte achte nicht auf meine Haare. Absolut los. Aber wenn der Mann jetzt wieder nicht da ist, dann verliere ich den Spaß. Weil ich habe eine Challenge sozusagen gegen ihn. Warte doch bitte kurz. Danke. Ich habe eine Challenge mit ihm, so weißt du. Und der darf jetzt nicht einfach abbauen. Wehe, der haut jetzt ab hier. Das darf er nicht. Willkommen bei McDonald's. Hallo, bitte. Nee, ich möchte gar nichts essen. Dankeschön. Willkommen bei McDonald's. Eine Sekunde bitte. Okay, eine Sekunde brauche ich auch. So, oder will ich wieder? Was darf sein? Eine Sekunde brauche ich aber noch. Okay, ich gebe noch 2, 3. Können Sie mir irgendwas empfehlen? Ich würde gerne den Hamburger empfehlen, aber da kam die ganze Zeit so ein Bekloppter, hat alle aufgekauft. Daher könnte ich nur noch so einen Rap anbieten für 1,99 €. Okay. Oder eine Apfeltasche für 1 € oder den Unicent-Rap für 1,99 €. So eine Apfeltasche wäre schon geil, aber ich ziehe im Moment Fitness durch und das sind zu viele Fats. Ah, wie wär's mit einem Cheeseburger? Hä? Ja, da sind ja definitiv weniger Fette drin, stimmt. Nee, ich nehme Hamburger bitte lieber. Wie gesagt, der Hamburger ist ausverkauft. Verarschen Sie mich nicht. Ich würde so nicht wahnsinnig verarschen. Was muss das denn für ein Spaß hier gewesen sein, der hier dann die alle geholt hat? Wer isst denn so viel? Das frage ich mich auch, wie kann man so viel Hamburger essen? Würden Sie was mit ihm anfangen wollen oder eher nicht so? Nee, wenn er Brüste hätte und nicht was baumeln hätte vielleicht. Was war das Letzte, was er nicht hätte? Wenn er Brüste hätte und nichts baumeln. Und nichts hätte zum Baumeln, dann vielleicht. Das Zweite trifft leider zu, aber das Erste, ich hätte Brüste. Oder der Typ hätte, glaube ich, Brüste gehabt. Also du hättest Brüste, okay. Alles klar. Ja, ich brauche einen Hamburger, bitte. Ein Hamburger. Ich habe gerade erfahren, dass gerade neue Hamburger geliefert worden sind. Okay, super, ich danke Ihnen. Vom Rind abgetrennt, das Fleisch. Okay, und super. Lecker. Wo war dieser nette Mann, der mich hier gerade bedient hat? Ich habe noch nie so eine schöne Stimme gehört. Mason! Ah, Sie waren das. Hallo, Sie haben voll die schöne Stimme gehabt. Danke, schön, Sie danke. Zu sehen. Sie auch. Ja gut, alles klar. Dann trotzdem schönes Wochenende, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, ne? Ciao, ciao. Er zieht einfach durch. Er ist erstmal nett. Übertrieben nett. Hat wirklich eine heftige Stimme für den Mitarbeiter. Da haben sie wirklich einen richtig guten Mitarbeiter eingestellt, McDonald's. Muss ich hier wirklich loben. Nächste Runde. Ich fahre jetzt wieder rein und mal gucken, ob da ein netter Mitarbeiter arbeitet und ich habe Hunger. Was bestelle ich mir denn? Ich weiß noch nicht. Heftiges Outfit auf. Hi, ich hätte ganz gerne eine Sekunde erstmal kurz. Ja, wo legen Sie in Ruhe? Ja. Ich hoffe, dass kein Outfit für Sie steht. Ganz ein bisschen eilig. Okay, ja, nee, dann nehme ich einen Hamburger einfach. Bitte jetzt nicht der FIA-Leiter oder so. Da habe ich jetzt gar keinen Turn drauf. Ja, Tür ist auf jeden Fall zu, Leute. Ich glaube, die haben jetzt keinen Bock mehr auf mich. Wie oft habe ich es geschafft? Ich weiß es nicht. Schreib es mal in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gehört, ihr sollt ein netter Mitarbeiter arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das sind, aber mir wurde gesagt, der wäre dunkelhäutig wohl. Der wäre mega nett und so. Ja, dann bist du gerade einen rausgeschickt, der da ein paar psychische Probleme hatte. Was hat er für Probleme gehabt? Psychische. Wollen Sie mich verarschen? Nein, wirklich. Ich hab schon. Das ist gerade ein Idiot reingefahren, die ganze Zeit am Boden gestellt. Deswegen wollte ich auch mal mit Ihnen reden. Sind Sie das zufällig gewesen? Nö. Wir haben nämlich hier überall Videokameras. Ich kann das auch gerne prüfen. So ist es nicht. Sie kann sich gerne verkriechen oder es wird die Polizei alarmieren. Ganz einfach. Hä, warum sollen Sie jetzt Polizei rufen? Ich war das erste Mal jetzt. Ja, es wird aber verdächtig, dass Sie es waren. Deswegen würde ich Sie gerne weiterzufahren, ansonsten muss ich die Polizei alarmieren. Ganz einfach. Ja, okay, dann fahr ich halt zu Burger King. Leute, ich zieh das bald nochmal durch. Alter, warum war der jetzt so aggro am Ende? Ja gut, Freunde, ihr habt es jetzt am Ende gehört. Ich werde jetzt gleich abbauen, bin aktuell noch auf dem McDonald's-Parkplatz und warte jetzt erstmal hier und hau dann gleich ab, weil ich fahre jetzt nicht mehr rein, weil er meinte schon mit Kameras und keine Ahnung was mit Polizei. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Freunde. Ich kann die auf der einen Seite verstehen, weil ich so oft hier reingefahren bin, aber auf der anderen auch wieder nicht, weil ich bringe ja jedes Mal 1 € Umsatz, beziehungsweise 1 €, ja, Umsatz, genau. Und ja, warum sollen die dann Kunden rauswerfen? So, keine Ahnung, so. Ja, der Mitarbeiter war echt nicht mehr am Start. Schade, weil der war übertrieben korrekt, Leute. Ich muss auf jeden Fall hier morgen hinfahren, weil ich meine, er meinte ja, dass er morgen um 7 Uhr hier arbeitet. Ich meine, das hätte er irgendwann gesagt gehabt. Dann fahre ich hin und frage, ob er verpixelt werden soll, beziehungsweise ob er verpixelt werden will. Weil wenn nicht, wäre es richtig, richtig korrekt fürs Video, weil der war übertrieben korrekt. Ich weiß nicht, ob man den von der Kameraperspektive sieht, beziehungsweise, boah, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Ob man ihn sehen sollte, ich weiß es nicht, Freunde. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn ihr in diesem Video einen Daumen nach oben geben könnt, vielleicht sogar ein kostenloses Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil dann verpasst ihr nichts mehr, Freunde. Und die nächsten Videos werden auch wieder heftig. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Tage wieder einschaltet, Freunde. Macht's gut, haut rein, ciao. Stick.